Der Vorwurf ist fast so alt wie die Landwirtschaft selber. Unsere Bauern beteiligen sich aktiv an verschiedenen Projekten zum Klima- und Ressourcenschutz. Und genau die gehen wir jetzt anschauen. Im Projekt Flopf geht es darum, mit Hightech und Elektronik Pflanzenschutzmittel um mindestens 25% zu reduzieren. Also auf meinem Betrieb mache ich mit dem Lenksystem, das wir haben. Das Spezielle an dem System ist, dass man eigentlich von der Saat bis zur Ernte das Gerät auch lenken und so sehr genau fahren kann. Wir können so bis etwa 5 cm an einer Reihenkultur alle Massnahmen treffen und haben so, können so eigentlich den Pflanzenschutzmittel nur noch auf ein Band reduzieren. Wir stehen hier vor einem reifen Rüeblifeld zu. Bei diesem Feld haben wir genau das angewendet. Und so haben wir auch nur zwischen den Reihen ein Herbizid ausgebracht und das Rüebli selber hat nie irgendein Herbizid gesehen. In diesem Zuckerrübenfeld haben wir die Technik angewendet mit dieser Scheibenlenkung. Wir haben das zweimal gehackt und nur etwa 20% von der üblichen Herbizidmenge ausgebracht. Es wird ein bisschen eine Ertragsminderung, aber mit der kann ich eigentlich leben. Das Projekt bringt mir sicher, dass man mit anderen, die das auch einsetzen, in Kontakt kommt. Ich finde es grundsätzlich gut in der aktuellen Diskussion über die Pflanzenschutzmittel, dass man das, was man noch hat, dass man das möglichst effizient einsetzt. Ich bin selber im Erdfarm, wir sind sehr viele Diskussionen mit unseren Kunden und sie wollen halt möglichst einfach unbehandelte Mittel und das ist vielleicht eine Möglichkeit und ein Weg, wie wir so etwas besser erreichen können. Also auf unserem Betrieb produzieren wir in erster Linie Milch mit der Tierhaltung. Und bereits als ich vor etwa 10 Jahren den Stall gebaut habe, war es mir wichtig, mir zu überlegen, was kann ich machen kann, im Möglichen zum, ja, auf Emissionen so Rücksicht nehmen. Ein Beispiel, wir haben den ganzen Stall im Gefäll gebaut, dass Flüssigkeiten ablaufen, dass möglichst immer trocken ist und weniger Gas entsteht. Wir haben dann auch später mal eine Solaranlage auf das Dach gebaut, einfach für den Eigenbedarf. Als ich dann von dem Agro-Konzept gehört habe, hat mich das natürlich sofort interessant gedacht und habe mich dann entschieden, dort mitzumachen. Und ich setze mittlerweile ein paar konkrete Massnahmen um, wo man beispielsweise die Fütterung ganz exakt berechnen mit dem Berater zusammen und auch immer Futteranalysen nehmen, wo man jetzt einfach einen anderen Ansatz geht, dass man nicht das Maximum vom Ertrag probiert rauszuholen, sondern man schaut, was ist der minimale Aufwand, den ich betreiben muss, damit ich möglichst höchstes Level erreiche. Und wir haben da schon einiges an zugekauften Futtermitteln, Kraftfutter können durch das auch wirklich einsparen, ohne dass wir eigentlich im Ertrag viel verloren haben. Im Rahmen dieses Projekts ist man natürlich auch motiviert, immer wieder neue Lösungen zu suchen. Und so sind wir beispielsweise auf eine kleine Brauerei in der Nähe gestossen, die nicht gewusst hat, was mit ihrem Malz zu machen. Wir holen jetzt das wöchentlich dort ab und haben so eigentlich ein Futter für Kühe, das so sinnvoll gebraucht werden kann, statt Futterrühren. Plus wir sparen zum Beispiel importiert Soja durch das. Unsere Motivation ist eine klimaschonende, verantwortungsvolle Landwirtschaft. Aus diesem Grund haben wir Bauern uns zusammengeschlossen und haben den Verein Agro-Konzept gegründet. Es sind verschiedene Massnahmen erarbeitet worden. Unter anderem sind das erneuerbare Energien, Treibstoffreduktion, lokale Futterproduktion, optimierte Bodenbearbeitung und Fütterung. Interessant ist, die Massnahmen lassen sich auf alle Betriebsformen anwenden. Auf unserem Betrieb pflanzen wir Herdöpfel an und zum Bewässerung zu optimieren setzen wir Bodensonden ein. Die zeigen an, wie viel Feuchtigkeit genau im Boden ist. Dieses Jahr haben wir das erste Mal Sorghum angesagt, eine Pflanze aus der Familie der Süßgräser, die besonders trockenheitsresistent ist. Wir erhoffen uns nicht nur einen Gewinn für unsere eigenen Betriebe, sondern möchten auch, dass unser Wissen, unsere Erfahrungen durch unsere Partner weiter in Politik und Forschung fließen. Wir stehen hier im Teller von unseren Kühen, sprich im Futterlager, unserem Fahrsilo. Wir haben hier die verschiedenen Futter gelagert, wo wir nachher berechnen, von welchem wie viel in die Mischung rein können, sprich im Teller von unseren Kühen.
dass wir die Stickstoffeffizienz steigern können. Zuoberst haben wir eine Mais-Silage. Das mittlere Skal ist Kolbenschrot, nur der Kolben der Maispflanzen. Und zuunterst haben wir normale Grassilage, sprich das Gras draussen, das wir konservieren und einlagern. Wir stehen hier in unserer Wintergerste, gesät mit GPS. GPS setzen wir auch ein beim Gülleführen und bei den Dünger ausbringen. Durch das haben wir präzise, genaue Ausbringung. Wir haben keine Überlappungen und keine Fehlstellen und wollen so die Effizienz steigern in Sachen Stickstoffverlust. Die GPS-Technik hat mich schon immer ein bisschen fasziniert. Wir setzen sie jetzt auch schon eine Weile ein, aber eigentlich jetzt erst in Zusammenarbeit mit dem N-Effizienz-Projekt haben wir auch daraus Fakten. Sind wir besser? Bringt es etwas? Oder eben auch nicht? Wissenschaftlich belegt. Darum mache ich am Stickstoff- oder am N-Effizienz-Projekt mit, wo es um den Stickstoff geht, die Stickstoffeffizienz zu steigern, so dass wir möglichst viel davon ausnutzen können. Ich glaube, Adrian, Karin, Dos und Michael zeigen uns, dass es nicht so ist und sie sich durchaus Gedanken machen. Und sie sind nicht die einzigen Bauern, die sich mit viel Eigeninitiative um eine nachhaltige und effiziente Landwirtschaft bemühen.